Ich könnte mir die Kristallminen vorher mal angucken. Also erstmal nehme ich natürlich das hier mit. Wieder. Nehmen wir das mit. Hier wären zwei Wurfäxte, die ich hoffentlich nicht brauche. Haben wir Licht? Ja, haben wir. House of Bribes. Also ja, ich muss mir wirklich erst einmal wohl die Sewers besser ansehen, bevor ich solche Sachen versuche. Gucken wir mal kurz, was die Kristallminen machen. Und ja, ich gehe hier jetzt gerade so ein bisschen Twilight Error mäßig durch. War hier noch was? Weil hier nicht richtig aufgedeckt war, nein. Ah, du bereitest schon mal den Eiszauber vor. Ja. Wow, Gift. Gift nicht so toll. Ihr seid nicht, auf euch kann man nichts drauflegen, dass ihr beschwert werdet. Nein. Oh, nebenbei, wir haben ja immer noch nicht die Inschrift hier gelesen. Das können wir jetzt endlich mal machen. Legend of Killhagen. Das müsste dasselbe sein wie die Geschichte, die ich hier habe, oder? Nein, das ist Xafi. Legend of Killhagen. On his way... Auf seinem Weg zur Vollkommnung oder Erleuchtung wanderte Killhagen über die ganze Insel und suchte den verspockten Schrein. Ein Jahr verging, dann 10. Nach einer sehr langen Zeit hat der alte Killhagen endlich die Natur seines Fehlers verstanden. Das Tor wird erscheinen nicht durch den komplexesten, sondern durch den ausgewogensten Zauber von allen. Ja. Was immer du mir damit sagen willst. Crystal meins. Und das da vergiftet. Muss ich hier lang genug draufstehen, vielleicht? Ja, das Gift ist harmlos eigentlich. Da nehme ich 2, 3 Schaden. Aber scheinbar nicht. Also da drauf steht, scheint scheinbar nur nicht, scheinbar nichts zu bringen. Hier vielleicht? Auch nicht. Auch nicht. Das hat auch nichts gebracht. Da dagegen hauen bringt auch nichts. Und hier war ja nichts mehr sonst. Gut. Okay, aktivieren wir mal den Hub. Ja, den kennen wir ja, den Hub. Hamlet of Stormreach. Die anderen Orte, Cemetery. Keelbridge Bog. Ja, und da ist ein Tor, was wir noch nicht öffnen können.
Wahrscheinlich sind da weitere Teleporter und es gibt einen von der anderen Seite aus einen Weg, das zu öffnen. Gut. Ich könnte jetzt theoretisch panisch wie eine Wurst oder so ähnlich da hochlaufen und versuchen rüber in die andere Kammer zu kommen, weil ich habe ja noch einen Gold Key. Aber nein. Hamlet of Stormreach ist hier gewesen. Dann versuchen wir es mal mit dem Haus der Nadeln. Was habe ich jetzt gerade geöffnet? Beziehungsweise habe ich was geschlossen. Es klang jedenfalls so. Aber nicht hier, nein. Hier nicht. Garantiert gibt es irgendwo einen Hinweis, wie man in die Diamantenminen reinkommen soll. Hoffentlich. Hier ist ein sicherer Ort. Au. Okay, die Nadeln kommen alle immer aus der Richtung. Ich bin das linke Auge. Anti-Venom. Okay. Wow. So. Wow. Ach nö. Kann ich dich jetzt töten? Nein, ich kann dich, glaube ich, nur damit töten, hä? Ja. Zum Glück machst du nur der vorderen Reihe Schaden. Au, au, auch wenn das nicht gerade wenig Schaden ist. Und du hältst viel zu viel aus. Du Trank. Wow. Okay. Ich raste hier mal kurz. Sicher ist sicher. So, dann bereiten wir schon mal den Zauber vor. Und dann muss ich mal kurz gucken, wo wir jetzt lang gehen könnten. Das ist nicht so toll. Stehe ich auf einem? Nein. Was ist das für ein Pendant? Schneller Experience kriegen. Warum nicht? Achso, du bist gar nicht von Hunger mehr befallen. Wer hat noch kein Pendant? Du. Dann kriegst du das einfach mal. Obwohl, ihr kriegt eigentlich alle ausgeglichen XP. Nee. Das lasse ich mal aus. Gehe hier rum. Potion of Resurrection. Restore stacked full health and energy. Hell yeah. So, wo ist das nächste sichere Feld? Da. Da ist das nächste sichere Feld. Und da ist die Tür zu. Da ist ein sicheres Feld. Und da ist die Tür aufgegangen. Ich kann mich hier noch weiter umschauen. Hier scheint sehr viel drin zu sein.
Greater Healing Potion. Cool. Greater Energy Potion. Oh, das kann er auch demnächst herstellen. Ist noch mal ein Ei. Du kriegst einen Stein. So, wir können uns noch fertig umschauen hier. Erstmal gehen wir hier wieder raus. Ich leg mal den Hebel wieder um. Ach so, der hat hier zu gemacht. Okay, nein. So, das ist hier rum gewesen. Was machst du? Ah, du machst dazu, okay. Goldschlüssel. Au. Wow. Der Goldschlüssel macht dann vermutlich da auf. Okay, jetzt aber erstmal wieder. Hoffentlich in die richtige Richtung laufen. So. Ich gehe mal hier in Deckung zur Sicherheit. Stiefel. Die sehen aus, als ob sie zu dem Set gehören können. Die markiere ich mal. GS. Stiefel. Wow. Und ja, ich mache eben die Pussy-Variante. Ich gehe kurz speichern. Beim blauen Kristall. So. Und dann gucke ich mir die Stiefel einfach mal an. LP056. Und ja, er dürfte... Darf ich mal kurz Skills? 2 Alchemie-Punkte bräuchte er. Dann könnte er wahrscheinlich auch Greater Potions brauen. So, du kannst wieder auf das umswitchen. So, dann geht's hier rum, hier rum, hier rum, hier rum. Und hier müsste der Schlüssel reingehören. Wow. Genau, der hat da drüben aufgemacht. Rogue Boots, genau. Protection Dexterity. Was hast du an? Du hast auch wahrscheinlich solche an. Dann kriegst du die mal. Und ja, ich habe jetzt einfach die Rogue-Schuhe genommen, weil die gehören zu einem Set. So, das heißt, ich kann hier raus. So, ich könnte hier jetzt wieder versuchen, reinzukommen. Oder in die Sewers gehen. Ich glaube, ich versuche es mal in den Sewers. Ne? Ja, wo geht's hier runter? Erstmal brauchen wir Licht. So. Ja, da sind schon mal Ratten. Wow. Der wirft jetzt mit Feuerbomben, der Bastard. Genau, geh in deine eigene Feuerbombe. Kennt ihr noch den Trick, so? Ich hasse dich. Wow. So. Jetzt steht er an einer denkbar ungünstigen Stelle. Wow. Ja. Obwohl, jetzt steht er an einer ungünstigen Stelle für sich selber.
Oh.